Einen wunderschönen guten Tag, finde ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Es ist passiert, Jungs. Madden 25 ist rausgekommen. Ich glaube, für viele von uns unbemerkt oder hat sich so ein bisschen angeschlichen. Wir gehen rein ins Spiel. Ihr seht meine ersten Reaktionen aufs Spiel und ähnlich wie bei College Football letztens oder bei Madden die letzten Jahre, gebe ich euch meinen ersten Eindruck. Das heißt, wir werden vermutlich einfach irgendwie ein Head-to-Head-Game spielen. Nicht Head-to-Head online, sondern einfach gegen den Computer. Weiß noch nicht, ob ein ganzes oder nicht, bis ich die Meinung vertrete, genug gespielt zu haben für ein Fazit. Dann gibt es am Ende ein Fazit von mir. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin ehrlich ein kleines bisschen hyped, hätte ich nicht gedacht. Da sind wir. CMC am Start. Ja, es kann sein, dass ich gleich irgendwie skippen muss, falls direkt Musik angeht, die ich nicht ausstellen kann, weil Copyright und so weiter. Und weil ich halt wirklich noch nicht im Spiel drin war. Hey, Sports. Das ist neu. Das wirkt oldschool. Das nicht mehr. Das wirkt nicht mehr oldschool. Dieses Intro eben wirkt irgendwie wie so ein, keine Ahnung, 90er Intro für... Music. Sorry Jungs, ich weiß, die Musik ist cool, aber ich darf nicht, ich kann nicht. So. Menu Narration off. VOIP. Text. Ich hab das schon... Ist das Voice Input oder so? Ich hab das schon bestimmt dreimal nachgeguckt, immer wieder vergessen. Enlarge on-field graphics, nein, controller vibration, assist, what, off, keine Ahnung, sagen wir mal normal, color blindness, nein, Gott sei Dank nicht, brightness, wisst ihr was, ich lasse den ganzen Quatsch, alles nochmal, broadcast, jawohl, ich wünschte, es gäbe so einen Modus für Streamer oder so mit copyright-free Music, ist halt ein bisschen schade, mal gar keine Musik zu haben, aber auf der anderen Seite, wie ich euch immer sage, ist halt praktisch für euch, ihr könnt euch theoretisch jetzt irgendwie leise eure Musik, die ihr hören wollt, im Hintergrund anmachen. Seid da jetzt nicht auf die Madden-Musik angewiesen. Oder ihr könntet euch sogar die Madden-Playlist auf Spotify anmachen. Disable Motion Blur. Nö, Motion Blur kann passieren. Weiter geht's. Ja, cool. Habe ich alles gelesen? Habe ich rausgeschnitten, dass ich das alles gelesen habe? Nein, nein, weiter. Checking Online Roster. Claim your MVP Runner, ja, was auch immer, alte mit Teamzeug brauche ich nicht. Alright. Das, oh. Ich finde, der Screen sieht irgendwie oldschool aus, weiß nicht, vielleicht werde ich einfach nur alt. So, All Madden. Change my settings. Favor Visuals. Choosing the Favor Visuals option ensures the highest possible visual quality for your gameplay experience. Was wäre denn da? Oh. Ich wollte nur gucken, was da die Alternative. All Madden. Safe. Classic Kicking Meter, Power and Accuracy are combined into a single meter. Ich glaube, ich nehme das lieber, weil das klingt, als wäre es das gleiche wie bei College Football. Und ansonsten werde ich das die ganze Zeit verwechseln bei den Spielen. Ich glaube, ich nehme das. Passing Style. Ich glaube, ich nehme Classic. Ich habe mich ehrlich gesagt mit dem hier noch nie wirklich abgefunden. Name its visual targets to control the pass placement and power. This leaves accuracy to be determined by player ratings. Placement and accuracy ist das, was ich nie hingekriegt habe. Visual targets to control the pass placement and power. Wisst ihr was, wir probieren mal das. Simulation, injuries, team penalties, normal fatigue. Bei competitive gibt es keine, obwohl logisch eigentlich. Ja, lassen wir. Performance Mod. Okay, das wollte ich mir angucken. Choosing the favorite performance option ensures the highest possible frame rate. Das bringt nicht so wirklich was, weil ich meine Videos sowieso mit 25 hochlade. Obwohl, nee, die PlayStation-Videos mit 50. Aber was auch immer. Favor Resolution. Seht ihr, das checke ich zum Beispiel nicht, wo hier der Unterschied ist. Dafür bin ich zu blöd, was sowas angeht. Visuals und Resolution. Das ist Auflösung. Aber wo ist der Unterschied zwischen höchste Auflösung und höchste visuelle Qualität? Ich hätte gedacht, das ist das Gleiche. Ich mache erstmal Favor Visuals. Falls einer von euch Ahnung hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Am besten auch wirklich in die Kommentare und nicht mir als DM schicken, weil ich nehme an, viele andere wissen das auch nicht. Hoffentlich. Vielleicht bin ich einfach sehr dumm. Und Turn on Crossplay auf jeden Fall. So, habe ich überhaupt irgendwas geändert? Den Kickstyle, wa? Gut, machen wir. Enjoy Early Access, dankeschön. Ja, okay, who cares, Ultimate Team. So, Ultimate Team, danke, nein. Madden News, danke, nein. Aber cool, dass man das hier drin hat. Ich hoffe,
Ah, das wird dann vermutlich einfach nur. Oh, Little Sims! Cool. Franchise, Superstar, Quick Play, Training Camp. Das ist dann, okay, Training logischerweise, Creation Center, Access Setting. Wir gehen natürlich in Quick Play. Play now. So, Lions vs. Giants. Ist das? Nein, das ist nicht. Ich wollte eigentlich nachgucken. 9. August. Wann? Ich will nicht Preseason Woche 1 spielen. Ich will eigentlich Woche 1 von den Lions spielen. Aber ich habe vergessen, gegen wen die spielen. Wisst ihr was? Ich gehe einfach dreimal auf Random Team. 1, 2, 3. Nee, die mag ich zu sehr. Panthers zu schlecht. Browns. Ja, yeah, Browns sind gut. Come on. Oh, Madden. Warte mal, was waren 88 overall? Jungs, das ist das erste Jahr, wo ich Madden spielen kann und die Lions sind ein gutes Team, beziehungsweise ein krasses Team. Und wisst ihr auch, was ich direkt mache als erstes, was wichtig ist? Wie sehen die Jerseys so hässlich aus? Come on, give me it. Da sind wir doch. Oh, nee, sorry, ich wollte... kann ich... Ich wollte eigentlich die von den Browns auch bearbeiten. Ist es nicht mehr hier? Muss ich dafür jetzt hier rüber, hier die Uniforms bearbeiten? Das ist so sowas, was super unwichtig ist. Aber, also, dass das jetzt auf der Seite ist und nicht mehr auf meiner Seite hier. Aber es ist trotzdem ein kleines bisschen nervig. Whatever. So, wir spielen Simulation. Exhibition, 6 Minuten machen wir mal auf 5 runter, On auf 20, Commentary Team Random, obwohl, Greg Oles, na, machen wir mal Random, mal gucken, wen wir kriegen, in unserem Stadion, Nachmittagsspiel, let's go. Wo es eigentlich gab, es ein Nachmittagsspiel, das ist ein Dome, ich bin dumm. Der Sean Watsons Kopf viel zu groß. Aber die sehen, ey, die sehen realistisch aus. Es ist merkwürdig, andere Kommentatoren zu haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die sind zu leise im Verhältnis zu den Fans. Wisst ihr, was ich meine? Aber vielleicht sind die Lions-Fans auch einfach so laut. Oh, neuer Kickoff, stimmt ja. Bro, ich bin... Es ist 10 vor 3 Uhr nachts. Ich bin nicht angeschaltet. So, wir returnen... Ich verstehe ehrlich gesagt die Grafik nicht. Ist egal, wir returnen right. Das Lied! It's victory. Sione Vaki. Okay. Es ist merklich. Oh, ich kann mich nicht selber hören. Ich muss immer einen Kopfhörer rausnehmen. Es fühlt sich merklich anders an. Als College Football auf jeden Fall. Und ich glaube auch als Madden letztes Jahr, aber das habe ich länger nicht gespielt. So. Ich habe vergessen, mein Dingsmuster einzustellen, deswegen habe ich jetzt einen anderen Spielzug. Das ist nicht schlimm. Oh. Witzige Motion. Ah, okay, das war schon mal nicht so gut, aber ja, immerhin. Lions, Halfback Power G. Montgomery? Jawohl, Montgomery. Da sind mir zu viele Dudes. Allerdings sind da auch zwei von meinen Tight Ends. Egal. Oh. Irgendwie durchs Gewusel. 3. und 7 ist natürlich nicht, wo ich sein wollte. Wir spielen den Switch Drag. Es ist wirklich ein merkbarer Unterschied, dass die Safeties da rumlaufen und sowas. Also die sind halt überhaupt nicht ready für den Snap. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber... Oh, er hat den Arm noch rausgehalten. Wir sind... Come on, wir sind Dan Campbell. Was glaubt ihr, was wir machen?
Wir gehen in Goal-Line und wir ballern einen Halfback-Dive. Wird das funktionieren? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber wir probieren es einfach trotzdem. Never mind. Oh. Aber sowas von. Okay. Jetzt reicht mir das. Jetzt will ich einen Touchdown machen. Motion Play Action. Fake Slide. Ich sag euch jetzt, es ist ein falscher Read, aber ich baller den Ball einfach auf Jameson Williams raus, wenn ich ihn werfen kann. Ich, mit Ankündigung. Boah, wenigstens hat er sich mal umgedreht und ist zum Ball hochgegangen. Immer noch nicht eine perfekte Animation, aber auf jeden Fall besser als letztes Jahr am Legend. So, ist die Kamera flacher als sonst? Kann das sein? Oder ey, vielleicht bin ich jetzt wirklich nur zu doll an College Football gewöhnt. Oh shit. Ah, ich wollte mit Goff wegscrammeln. Das war, glaube ich, von Anfang an nicht der allersmarteste Plan. Irgendwie, die haben den Font von den Namen geändert, glaube ich. Oder die sind jetzt umrandet oder so. Irgendwas sieht hier ganz, ganz anders aus. Laporta. Das war leider wieder ein bisschen genau wie die letzten Jahre. Dass man so einen Ball, dass man Kontakt hat ein bisschen. Okay, press for accuracy. Oh. Okay, ich hätte gedrückt halten müssen. Bei Accuracy anfangen und dann loslassen für Power. Also quasi genau wie bei College Football. Aber das war missverständlich. Also klar, man macht es einmal falsch und dann weiß man es. So. Es ist irgendwo cool mit dem Rumlaufen, aber die müssten früher damit aufhören. Guckt euch mal meine Defender an zum Beispiel. Mein Corner gerade, der stand einfach komplett aufrecht, hat irgendwo nach innen geguckt und der war gar nicht ready für das Play. Wisst ihr, was ich meine? Guckt euch mal jetzt meinen Corner links an zum Beispiel. Der ist null ready. Der steht einfach irgendwie rum. Okay, zum Schluss ist er ein bisschen ready geworden. Never mind. Ich nehme alles zurück. Aber das müsste meiner Meinung nach trotzdem früher passieren. Die sind irgendwie alle so... So nonchalant. Warum ist eigentlich Niemann mein zweiter Off-Ball-Line... Ach, weil Anzalone da an der Line of Scrimmage steht. Okay, verstehe. Na gut. Oh shit. Hitstick! Ah, ideal timing und der ist einfach abgeprallt. Aber es ist auch Nick Chubb. Aber Kirby packt eigentlich einen Wumms, also. Aber Running Backs sind halt genau dafür da. Also wie gesagt, ich finde dieses, auch dass Kirby Joseph da gerade der Safety rechts runtergelaufen ist in die Box, finde ich schon echt cool. Alle mit mir. Aber ich glaube, ich hoffe, dass da eventuell noch ein Patch kommt irgendwann, dass es ein bisschen eingepegelt wird. Ich guck gerade meine Corner an, wie gesagt. Ja, obwohl, doch, jetzt sind die halbwegs ready. Ein bisschen früher könnte es sein. Das ist das erste große, was mir auffällt bis jetzt. Okay, wir gucken mal, ob das immer noch... Oh shit, ich habe mich verklickt. Ob das immer noch Meta ist oder nicht. Oh. Je ne sais pas. Empty. Oh, ich habe schon wieder das Falsche gewählt, weil ich dumm bin. Oh, Glück gehabt. Alex Anzalone mit dem Sack, man kennt ihn. Okay, cool. Also, wie ein Drive, die ein Drive, wie ein Punt, die ein Punt. Jetzt kommt der Touchdown von mir, verspreche ich euch. Nicht. So, ist schon mal niemand in den Panther gerannt. Angenehme Abwechslung. So, was machen wir jetzt? Smash Return.
Okay. Mesh geht immer. Oh, St. Brown und Williams auf dem Mesh. Ja, bitte. Sun God. Stiffer. Motion Spot. Spot Route habe ich ein bisschen Angst, sie zu werfen. Da habe ich zu oft in meinem Leben Pick geworfen. Aber es könnte sein, dass wir Pressure kriegen. Dann ist es eventuell St. Brown Touchdown. Es ist kein St. Brown. Aber fast wäre es ein St. Brown Touchdown geworden. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen länger Zeit gehabt hätte zu werfen. Oh, oh. Goff Scramble. Goff Scramble. Touchdown. 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 Oh nein, ich wollte springen. Swagger. Goff. Trap. Tackle Trap. Ah, never mind. 2-Minute Warning. Okay. Ich glaube, wir spielen eine Halbzeit. Ich habe das Gefühl, genug gesammelt zu haben von dieser einen Halbzeit. Nee, ich will jetzt ein Trap spielen. Run. Trap. Wo war er? Tackle Trap. Ich habe nur 4 Trap Plays. Das ist crazy. Und es ist... Oh Gott, Tackle Trap. Ist falsch rum, I guess, huh? Aber ich kann es nicht flippen. Okay, muss der beim Tight End sein, offensichtlich. Aber es hat... Oh, es hat nicht ganz funktioniert. Gut fürs Zeitmanagement, das war Absicht. Die Shoulder Pads sehen nach wie vor komisch aus, übrigens, finde ich. Halfback Punch. Come on. Hinterher. Ja. Da sind wir. Ich habe einen Touchdown gemacht im Spiel, bevor einer gegen mich gemacht wurde. Das ist schon mal sehr gut. Und das Stadion sieht sick aus. Soll ich euch was sagen, Jungs? Da war ich schon. Bestimmt genau bei der Endzone. Das wäre jetzt noch Next Level, wenn ich im Spiel... Obwohl, warte, ich weiß ja... Warte, muss ich konzentrieren. Ich weiß, ich sitze auf der anderen Seite, weil da links ist der Tunnel, aus dem wir rausgekommen sind und wir saßen auf der anderen Seite. Also ich habe quasi in der falschen Endzone gescored. Kickoff. Kickoff right. Ja, ich glaube, ich lasse es so mit dem... stimmt, ich muss ja in die Zone da treffen. Ich glaube, ich lasse es auf jeden Fall so mit dem Kicking-Ding, weil ich mich sonst komplett rausnehmen würde, wenn das hier so ist und bei College Football anders. Es sei denn, ich höre irgendwann halt auf, eins davon zu spielen oder so, aber nee. Ich lasse es jetzt einfach mal so. So, Pass-Commit bitte. Alex Anzalone! Oh. Das war mehr wieder Anzalone als Anzalone, muss ich sagen. Oh shit, ich habe aus Versehen gewechselt. Ich will eigentlich in der ersten Halbzeit jetzt noch einen guten Hitstick treffen. Alter, das geht echt mega schnell. Oh, ich habe schon wieder gewechselt. Ich bin blöd. Wenn du da irgendwas wechseln willst zwischendurch, hast du ja gar keine Chance. Das könnte auch gut sein. Nee, okay. Doch, dass sie jetzt aufgeben. Aber mit 50 Sekunden 2 Timeouts eigentlich nicht. Butz! Fumble. Brian Branch! Jawohl, das war eigentlich... Ich glaube, der hat mir nicht mal Hitstick-Feedback gegeben. Also ich habe auf jeden Fall einen Hitstick probiert. Und ich nehme an, ihr glaubt mir, weil ich meine, ich habe laut und deutlich Butz gesagt. Und das ist halt das internationale Wort für Hitstick. Doch, man sieht doch, dass es ein Hitstick ist. Brian Branch kommt ran, ihr Batz! Oh yeah. Übrigens, die Situation. Njoku truckt wen um und dahinter, Batz, kommt dann direkt der Hit, der den Fumble macht. Merkt euch die Situation und guckt nachher bei meinem GFL-Spielrückblick die Highlights von Adler gegen Potsdam. Genau die Szene war. Das ist so witzig. Aber yeah, wir haben sogar einen Ball gekriegt. Wir probieren Slipscreen noch und dann gehen wir am Ende hier mit 14-0 in die Halbzeit und aus dem Video raus. Das klingt gut. Ich hätte eigentlich lieber Gibbs da, aber ist mir egal. Der O-Liner hat tatsächlich jemanden geblockt. Es ist verrückt. Aber ich habe auch sehr gute O-Line. Also wer weiß, ob das anderswo anders ist. Snag Halfback Wheel. Das klingt interessant. Das klingt aber auch wie ein Play, was ich sehr verhaue. Okay,
Okay, out of bounds. Wir haben 21 Sekunden. Ich hab's im Blick, Jungs, keine Angst. Seems Y Corner ist eigentlich ein ziemlich blöder Spielzug für die Entfernung zur Endzone. Aber ich baue einfach nur auf die rechte Seite. So zum Beispiel. Dance. Ich weiß nicht, ob das Unfähigkeit ist. Ey, Spielerbilder, waren die sonst auch mal schon? Waren die Spielerbilder schon? Egal. Ich weiß nicht, ob das Unfähigkeit ist, dass hinten bei ihm die Dreads nicht aus dem Helm kommen. Oder ob die einfach schon gewusst haben, als sie seinen Avatar erstellt haben, dass er sich die Haare abschneidet. Aber so viel Credit will ich jetzt eigentlich EA nicht geben. Was ich mich frage ist, ist diese weißen Striche beim Kickoff, wir müssen jetzt mal gucken, ob die, beim Place kicken. Wir müssen mal gucken, ob die jetzt auch da sind. Ja, was heißt das? Muss ich nur irgendwo dazwischen treffen, um genau dahin zu kicken, wo ich hin will? Oh, 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 wow, oh, 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 oh. Okay. Das klingt nach, oder es wirkt, als würde es ein paar Return-Touchdowns geben dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Ah, der Break von Arnold sah cool. Wisst ihr was? Warte mal. Instant Replay. Was mich nämlich ein bisschen genervt hat, war häufig, dass Cornerbacks zu schnell aus ihren Breaks kommen. Und ich nehme an, bei den richtig hoch gerankten Cornerbacks oder gerateten Cornerbacks wird es auch so sein. Oh, die haben sogar einen Read-Step drin. War das schon immer? Dieses Shuffeln hier, seht ihr das? Shuffle, whoop, Shuffle und dann erst ins richtige Backpedalen. Wie lange das gedauert hat. Irgendwo ist es nervig, aber es ist... manchmal war es mir ansonsten die letzten Jahre zu instant, dass sie zu schnell rausgekommen sind, so, wisst ihr? Haben die einen Timeout genommen überhaupt? Fummel nochmal. Ja, die nehmen Field Goal, können sie machen. Können sie machen, das block ich. Komm mal, Meek. Der Stance ist crazy. Gefühlt eine O-Line-Stance. Okay. Alright, gut. Nehmen wir. Erster Eindruck. Also, ich glaube, dass das Trendigste, was man zurzeit machen kann, ist Madden bashen, weil da viele Leute drin sind, gerade jetzt mit dem ganzen College-Football-Hype und so weiter. Es ist ehrlich nicht schlecht. Ich glaube, vom puren Gameplay her, ich weiß nicht, ob es besser ist als College-Football oder ob es nur einfach vertrauter ist, weil man Madden halt kennt von den letzten Jahren, oder ich zumindest. Mir hat es Spaß gemacht auf jeden Fall. Es ist halt doch nochmal was anderes, halt auch wegen der schmaleren Hashes und wegen der halt deutlich vertrauteren Teams und so weiter. Stadion ist ein bisschen anders, Kommentar ist ein bisschen anders, wie alles aussieht ist ein bisschen anders. Aber die Spieler bewegen sich auch durchaus anders. Also weil letztens gerade nochmal jemand kommentiert hat, es ist rausgekommen, das ist einfach genau das. Das Gameplay ist halt einfach definitiv nicht genau das Gleiche. Und wenn euch jemand sowas erzählt, dann hat er nicht beide Spiele gespielt oder... keine Ahnung, er ist einfach extrem leichtgläubig, hat das irgendwo in irgendeinem TikTok gesehen und einfach direkt geglaubt. So, also es ist nicht das gleiche Gameplay. Wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht. So, wir werden auf jeden Fall eine Franchise machen. Ich bin zurzeit nochmal überlegen, welches Team. Ich habe eure Vorschläge von letztens gesehen. Waren viele gute Vorschläge dabei, waren viele verschiedene dabei. Einer davon wird es natürlich am Ende. Und über die nächsten Tage, Wochen, was auch immer, werden sich mehr Sachen kristallisieren. Sachen, die ich gut finde, Sachen, die ich schlecht finde. Es sind schon halt ein paar Sachen aufgefallen, so, ne? Ich will nicht sagen, das Blocking ist besser, weil da setze ich mich auf meinen Hintern und in 3 Wochen ärgere ich mich da wieder drüber. Aber es fühlt sich ein bisschen flüssiger an, habe ich das Gefühl, als College Football. Ein paar Sachen sehen komisch aus. Die Stances gerade zum Beispiel, also wie die stehen, die Spieler in der Defense bei einem Field Goal Block, das... ich verstehe nicht, wieso sie das geändert haben, weil damit die letzten Jahre niemand ein Problem hat. Das sah super aus, ganz normal. Und jetzt sieht es auf einmal komisch aus. Sowas macht EA leider häufig. Sachen überarbeiten, die niemand überarbeitet haben wollte und Sachen schlechter machen. Aber das ist halt so komplett irrelevant. Das juckt nicht. So, deswegen, vom Gameplay her bin ich leicht positiv überrascht.
Aber ich sage das auch nur unter Vorbehalt, weil es immer sein kann, dass ich das gerade nur empfinde, weil es so neu und aufregend ist. Also ja, die Computerleute unter euch, die ja sowieso nicht College Football kaufen können, ich würde sagen, falls ihr nicht diese Vorbestellerversion habt, freut euch, falls eure Version kommt oder falls ihr vorhabt, es zu kaufen. Es wird euch Spaß machen. Ich weiß, wie gesagt, es ist jetzt cool, gerade Madden zu bashen, aber die haben mir nicht genug gegeben, um sie jetzt hier zu bashen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.